In der arabischen Welt gilt das Zeigen eines Schuhs als Zeichen tiefer Verachtung. Solche Bilder hat es vor dem Schloss Bellevue seit Bestehen der Bundesrepublik nicht gegeben. Bürger machen öffentlich ihrem Unmut über den Bundespräsidenten Luft. Du bist eine Schande! Für die Linkspartei hat der Bundespräsident sein politisches Gewicht eingebüßt. Er wirkt auf mich geschwächt, er wirkt unsicher und er wirkt auf mich nicht so, dass er den Mut und das Selbstbewusstsein hätte, Gesetze zum Beispiel, die er nicht für in Ordnung befindet, an den Bundestag zurückzuverweisen. Den Kredit eines befreundeten Unternehmerpaares für sein Privathaus löste Wulff mit einem Darlehen der BW Bank ab. Fachleute zeigen sich verwundert über die Aussage des Bundespräsidenten. Ihm seien bei dem Kredit mit variablem Zinssatz keine Sonderkonditionen gewährt worden. Es gibt immer wieder Sonderkonditionen, aber nicht in diesem Maße, dass die Bank komplett auf Marge verzichtet. Also, dass man ein kleines Bonbon gibt, dass man vielleicht mal auf Gebühren verzichtet oder auch mal 0,1, 0,2 Zinsermäßigung macht. Aber wenn die Bank dann ganz auf Gewinnmarge verzichtet, dann ist schon etwas ungewöhnlich. Eine Vorabmeldung der Rheinischen Post hat in der Koalition massive Verärgerung ausgelöst. Der Bericht der Zeitung, wonach sich die Spitzen der Koalition bereits über einen möglichen Nachfolger für Wulff beraten, sei frei erfunden. So weit darf man auch im Zeitalter der Pressefreiheit nicht gehen, dass man einfach eine absolute Unwahrheit in die Welt setzt. Springer bestätigt inzwischen einen Bericht, wonach der Bundespräsident auch auf der Mailbox von Vorstandschef Matthias Döpfner eine Nachricht hinterlassen hat. Bei Döpfners Rückruf habe der Präsident mit Konsequenzen gedroht, sollte die Geschichte über seinen Hauskredit erscheinen. Die Bild-Zeitung räumt in ihrer heutigen Ausgabe ein, dass der Bundespräsident in seinem Anruf bei Chefredakteur Diekmann um einen weiteren Aufschub der Berichterstattung gebeten habe. Die Bild-Zeitung will nach eigenen Aussagen nicht in einen Machtkampf mit dem Bundespräsidenten geraten. Doch ein Ende der Auseinandersetzung ist nicht absehbar. Solange immer neue Details aus Christian Wulffs Anrufen beim Springer Verlag und zu seinen Krediten bekannt werden, kann der Bundespräsident kaum auf ein Ende der Diskussion hoffen.